Kaum ein anderer Bereich wächst derzeit so krass wie der Onlinehandel und damit auch die Paketzustellung. Paketboten kommen mit ihrer Arbeit überhaupt nicht mehr hinterher und genau hier setzt die Idee des Skype-Gründers Arti Heinler an. Er hat Paketroboter entwickelt, die tatsächlich das Potenzial haben, die Logistikbranche komplett zu revolutionieren. Willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Die Idee stammt von dem Multimillionär Arti Heinler. Er hat vor einigen Jahren den Internettelefondienst Skype gegründet und dann für 8 Milliarden Dollar an Microsoft verkauft. Damit hat er tatsächlich die Kommunikationsbranche revolutioniert, denn zuvor war weltweites Telefonieren teuer, geschweige denn dabei noch Bilder zu übertragen. Jetzt arbeitet Heinler an nichts Geringerem als an der Revolution der Logistikbranche. Mit seinem Unternehmen Starship Technologies hatte er zunächst an einem Fahrzeug für den Mars getüftelt. Bei dem NASA-Wettbewerb ging Heinler allerdings nicht als Sieger hervor. Seitdem konzentriert er sich mit seinen Roboterwagen auf den Straßenverkehr mitten in der Stadt. Und genau die sollen schon in naher Zukunft die Paketzustellung, wie wir sie kennen, komplett auf den Kopf stellen. Denn statt Paketboten, die mit ihren Wagen die Stadt verstopfen und von Tür zu Tür hetzen, sollen uns nach Heinlers Plan künftig Lieferroboter die Pakete direkt an die Tür bringen. Denn genau dieser letzte Schritt, das Abliefern beim Kunden zu Hause, ist die größte Herausforderung und sie wird immer größer, denn na klar, online wird mittlerweile alles bestellt oder fast alles, egal ob Kleidung, Möbel oder Essen und der Job des Paketzustellers ist wirklich mehr als hart, es gibt viel zu schleppen, ohne Überstunden ist die ganze Arbeit eigentlich kaum zu stemmen und zudem sind sie meistens auch noch wirklich schlecht bezahlt. Zu viel Stau, zu wenige Parkplätze und viele Kunden, die nicht zu Hause sind, um ihr bestelltes Paket überhaupt anzunehmen, die kommen noch dazu. Schon heute kann Statistiken zufolge jedes dritte Paket nicht beim ersten Versuch an den Kunden zugestellt werden. Viele Gründe, die dafür sorgen, dass Heinlers Plan schon jetzt aufgeht. Im Testbetrieb in verschiedenen Städten weltweit holen die Roboter die Pakete in einem Depot ihres Stadtteils ab und verteilen sie in einem Radius von 6 Kilometern an die Kunden. 2017 wurde das Konzept auch in Deutschland getestet, unter anderem von dem Paketdienst Hermes in Hamburg und ebenso von einigen Lieferservices. In der Testphase sind oft noch Mitarbeiter dabei, die die Roboter begleiten und vor allem Fragen von den Passanten drumherum beantworten. Die Kooperationspartner, die Pizzadienste etwa, bezahlen dann pro Ablieferung. Etwa 200 Testfahrzeuge waren in Hamburg am Start. Nach Angaben des Herstellers gab es bisher weder Unfälle, Diebstähle noch Hackerangriffe. Naja, okay, wenn jemand daneben läuft. Dennoch ist die Gesetzeslage, und das ist ein weiteres Problem in Deutschland, noch recht schwierig für Heinlers Idee, denn das deutsche Verkehrsrecht erteilt keine allgemein gültigen Erlaubnisse, wie und wo die Roboter fahren dürfen. Jede Kommune müsste einzeln entscheiden, ob sie auf den Fußwegen unterwegs sein dürften. Auch in Berlin wird übrigens gerade zur Zeit werden solche Fahrzeuge getestet, aber eben nur getestet. Anders dagegen in Österreich, wo das erlaubt ist und auch in einigen US-Bundesstaaten wie Washington, wo die Fahrzeuge völlig uneingeschränkt unterwegs sein dürfen. Dennoch malt sich Heinler die Zukunft ziemlich rosig aus. Er stammt aus Estland und dort garantiert das Grundgesetz jedem Bürger das Recht auf schnelles Internet. Der Skype-Gründer geht davon aus, dass in naher Zukunft sehr viele Menschen von zu Hause aus arbeiten werden. Der Transport von Passagieren wird seinem Plan zufolge abnehmen, ganz anders dagegen der Transport von Waren. Und bisher läuft es ganz gut für Heinlers Lieferroboter. Auch der automatische Batterietausch ist schon ausgetüftelt. An Tauschstationen, die entlang der Lieferstrecken aufgebaut sind, wechselt ein Greifarm die alte Batterie gegen eine neue. Das Ganze dauert 3 Minuten. Unter den Deckel passen übrigens Pakete mit einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm. Und so funktioniert das Ganze konkret. Der Empfänger oder die Empfängerin bekommt eine Nachricht aufs Handy statt dem Klingeln an der Haustür und kann dann die Kiste öffnen und zwar mit einem Code, den er vorher auf seinem Smartphone bekommen hat. Das Coole daran, der Roboter liefert nicht nur an die Haustür, sondern auch an die Bushaltestelle, den Biergarten oder eine Parkbank. Außerdem mega praktisch, er braucht keinen Parkplatz und ist auch abends unterwegs. Die Geräte zeichnen bei ihren Fahrten mit 9 Kameras die Umgebung auf. Viele Sensoren verhindern, dass er in andere Straßenverkehrsteilnehmer hereinkracht. Roboter-Experten und Expertinnen in Heinlers Büro können bis zu 100 Fahrzeuge gleichzeitig im Auge behalten, jederzeit eingreifen und die Fahrzeuge manuell steuern. Schon 2020 soll nach Heinlers Vision die Roboterzustellung auf dasselbe Preisniveau kommen wie die herkömmliche Paketzustellung.
Herstellung mit menschlichen Booten. Danach sollen sie dann in Massenfertigung hergestellt werden, sodass dann nichts mehr im Weg steht für seinen langfristigen Plan. Denn dann soll es in Städten mehr Lieferroboter als Autos geben. Okay, autonomes Fahren bei Paketrobotern scheint ja ganz gut zu funktionieren und es ist bei den kleinen Kisten ja ziemlich ungefährlich, anders als bei Autos. Sollten selbstfahrende Autos dich umbringen dürfen? What? Das Video von Dr. Watson anklicken, anschauen und natürlich Dr. Watson abonnieren. Bis dann. Bleib dran.